Hallo und willkommen zurück bei RimWorld. So, ich habe tatsächlich noch zwei Mods hinzugefügt zu dem Ladebalken. Ich weiß nicht, ob es funktioniert. Und zwar einmal Snap Out. Das ist das mit dem Beruhigen, wenn einer durchtritt, dass ein anderer den beruhigen kann. Und der wichtige Mod, also für mich wichtige Industrialisierung, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Das Upgrade dazu ist noch nicht fertig. Und es fehlen noch ein paar andere. Also die meisten, die fehlen, sind halt noch von... Wie heißt der? Jersel oder sowas? Das ist der, der Jack's Tool gemacht hat. Da zum Beispiel Doors Expanded, also die großen Metalltüren, die wir im Gefängnis zum Beispiel hatten. Die sind noch nicht fertig. Aber da war noch ein anderer Mod von dem, den ich wichtig fand. More Furniture ist noch nicht fertig. Die Megafauna ist auch noch nicht. Da weiß ich aber auch nichts. Da habe ich nichts gelesen, dass was kommt. Aber es kommen so langsam immer mehr, ne? Es ist schon sehr schön. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Ich habe noch nicht getestet. Ich kann bauen, das ist schon mal gut. Die Frage ist natürlich auch, wie kann ich testen, ob jetzt der Industrialisierungsmod mit drin ist? Wenn er nicht bei Forschung drin ist, dann gar nicht. Bis ein Handelsschiff kommt. Hier ist er doch. Industrialisierung ist mit drin. Hat alles funktioniert. Wird langsam eng hier oben, ne? Wäre schön, wenn wir das ein bisschen ausdehnen können. Wenn wir diesen Mod hier vielleicht rausnehmen. Ich weiß nämlich auch nicht, wie der funktioniert. So, wenn der Spieler alle Projekte mit dem Technologie-Level X und darunter fertiggestellt hat, ändert sich das Level zu X+. Erweiterte Technologie-Level für diese Regel steinzeitlich. Also wäre ich jetzt schon... Also ich will jetzt bei Stamm anfangen. Das heißt, ach so, dann wird alles teurer. Dann wird die Forschung teurer. Stimmt, das haben wir beim letzten Mal ja schon geguckt, ne? Gut, dass alles teurer wird, finde ich ein bisschen lächerlich, ne? Wenn wir nachher zu schnell in der Forschung sind, können wir das immer noch ändern. Aber wenn das ja automatisch funktioniert, ich lasse es mal auf automatisch. Ich hatte so ein bisschen ja gehofft, habe ich glaube ich beim letzten Mal aber schon gesagt, ne, dass zum Beispiel jetzt so, ja gut, es liegt an dem Modus, den wir spielen, ne, dass wir jetzt schon so viel fortgeschritten haben, aber dass das hier alles so blockiert ist, bis wir zum Beispiel hier alles geforscht haben, ne. Aber gut. So, wir gehen erstmal weiter. Womit fangen wir denn an? Oh ja, der Marmorpflasterboden ist fett, den musst du unbedingt bauen, wenn das geht. Das war der hier, ne. So, wie hieß denn der? Hex-Marmorpflaster. Können wir den schon oder müssen wir den forschen? Wir haben ja hier mehrere Sachen. Böden. Hier sind feine Fliesen. Luxuriöse Sandsteindinger. Die müssen uns alle mal angucken. Oh je, oh je. Hier ist er. Der Hex-Pflaster. Also hier können wir auf jeden Fall mal, wir müssen auf jeden Fall mal mehrere bauen. Alle Böden müssen wir mal irgendwie bauen. So, was hast du denn jetzt erstmal an? Du hast eine Hose und ein T-Shirt, du bist angezogen, freut mich. Und so wie es aus... Ach stimmt, du kannst nicht kochen, ne? Die Frage ist, wir sind ja Androiden, ne? Soll es erlaubt sein, für uns neue Androiden zu bauen? Können wir im Moment eh nicht. Wir haben hier Implantate und Dings. Ja gut, müssen wir nicht, weil wir ja schon alles haben. Ne? Wir haben wirklich alles. Entspannung haben wir null. Also wirklich, der... Entspannt er sich einfach nicht, oder? Er wurde beleidigt. Das nimmt ihn halt hart mit, ne?
Wir machen mal hier irgendwo eine Abfallzone hin, damit er die Leiche hier mal wegbringen kann, damit die da nicht vergammelt. Finde ich nämlich überhaupt nicht cool. Es ist halt schon richtig OP, dass er irgendwie... Okay, wir haben ziemlich viel Dings, wir haben auch Bauteile, das heißt, wir können ein bisschen ausbauen. Ja, wir können uns jetzt hier nicht dran hocharbeiten, weil der Android-Start ist schon ultra einfach, ne? So, was haben wir denn noch? Neuanfänge sind immer cool. Warte, du hast dazu aufgeschrieben. So, mit dem Androiden ist das Early Game ja absolut keine Herausforderung mehr. Da stimme ich dir 100% zu. Wir brauchen keine Kleidung, der kann Gras fressen, ohne einen Debuff zu bekommen. Na, mal sehen, vielleicht kommt ja noch ein oder andere. Das mit dem Grasfressen liegt aber nur, weil wir hier das alles haben, ne? Das Grasfressen liegt an, um genau zu sein, an dem Bioreaktor. Wenn wir den Bioreaktor nicht hätten, dann könnte er keine Nahrung zu sich nehmen, dann müsste er Strom zu sich nehmen. Also dann kann der nichts essen und das in Strom umwandeln. Das liegt nur an dem Bioreaktor. Also an den Fähigkeiten. Das heißt, wir haben hier schon Hightech, weil wir den ja komplett ausgerüstet haben. Deshalb ist er das. Ohne den Bioreaktor aber könnten wir nicht mit Androiden starten auf ohne alles. Also da wir müssten ja irgendwie Strom erzeugen, soll sonst würde der direkt sterben. Und so schnell Strom erzeugen, das wäre dann eine zu krasse Herausforderung. Da kommt schon mal der erste andere Android. Wir haben nun ein Messerchen. Ja, Bogen konnte er noch nicht bauen. Das Messerchen ist aber schon gut. Du bleibst noch schön da liegen, ne? Können wir noch schnell hier eine Falle bauen? Sicherheit. Komm, machen wir schnell aus Stahl. Ach guck mal, die können wir sogar wieder nebeneinander bauen. Das liegt wahrscheinlich an meinem Fallen-Mod. Könnten auch einen Gun-Komplex bauen, ne? Könnten wir denn hier so super hinstellen? Ach so, das ist gegen Kavallerie. Die werden wir nachher auch woanders hinstellen, weil das ist ja doch ein bisschen krass. Ich hoffe nur, dass die auch über die Brücke gehen. Also der. Beziehungsweise, dass er schnell genug baut. Er wird es wahrscheinlich nicht rechtzeitig schaffen. Ja. Okay, Angriff. Also wir sind hauchhoch überlegen, klar. Oh! Wir sind doch nicht so... Was hat denn der? Der scheint auch Hightech-Sachen zu haben. Aber wir scheinen auch hart zu kassieren. Also wir haben den rechten Hörsensor verloren und wir wurden ein paar Mal am Kopf getroffen. Das ist natürlich alles andere als schön. Da haben wir schon hart kassiert. Hätte nicht gedacht, dass die... dass er direkt einen Hörsensor verliert. Also wenn du mit mir als Android startest, kannst du mich ruhig vollkommen ausrüsten mit allem, was geht. Wenn du mit mir als Mensch startest, dann erst mit Forschung langsam zum Cyborg upgraden. Da würde ich ja tatsächlich eher als Mensch starten, weil das eine größere Herausforderung ist. Und weil ich persönlich finde es auch cool, wenn wir selber einen upgraden müssen. Was wir natürlich machen könnten, wenn alle da sind, als Android starten. Ist schon ein bisschen lame eigentlich, ne, der Android-Start. Vielleicht starten wir tatsächlich mit Mensch und bauen uns dann später selber die Androiden und machen... Wobei wir machen ja sowieso, wenn wir richtig starten, mit zwei Kolonien. Dann machen wir eine
Kolonie, die läuft auf Androiden und die andere auf Menschen. So wie ja eigentlich der Plan war. Die eine, die wird gut. Die Menschen wird gut. Ne, wobei Menschen sind nicht gut. Die Androiden wird gut und die Menschen wird böse. Dann machen wir einmal den Androiden-Denom, der Gute ist. Der ist dann sozusagen der gute Klon. Und den bösen Denom, der dann Kannibale ist. Der dann auch der Mensch ist, sonst bringt der Kannibale ja nichts. Dann können wir hier auch andere Bedürfnisse machen. Der kriegt dann gute Merkmale. Der wird auch komplett ausgerüstet. Und der andere Denom, der menschlich ist, der dann eine zweite Kolonie hat. Ach, guck mal. Er legt sich da tatsächlich rein, um sich auszuruhen. Das freut mich. Dafür, also hat es doch geklappt. Dafür haben wir es ja gebaut. Und dann wird der Mensch irgendwann zum Cyborg. Versuch mal bitte beim nächsten Mal noch eine Karte mit richtig krass viel Berg und krass viel Wasser und richtig krass wenig Bauland zu finden. Das würde mich mal interessieren. Ansonsten ist die jetzige Karte aber auch schon ganz cool. Das ist im Prinzip die perfekte Karte dann für mich, ne? Weil viel Wasser, so wie hier, bedeutet, von dieser Seite können unmöglich Gegner kommen. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt hätten wir hier so einen Berg, der geht hier so rum. Das heißt, es können nur von hier unten Gegner kommen, weil hier wäre überall Berg. Und eigentlich müsstest du ja wissen, wie ich spiele, wenn ich einen großen Berg habe. Ich baue in den Berg rein. Weil das ist der sicherste Platz, in einem Berg zu bauen. Deshalb wäre ein Riesenberg mein Traum, ja? Also, weil ich baue in den Berg rein. Wegen dir baue ich ja eigentlich immer nur draußen. Deswegen mache ich das gerne. Ich versuche mal eine zu finden. Ich gehe aber höchstwahrscheinlich davon aus, dass wir keine Karte mit mehr Wasser finden als hier. Weil hier haben wir großen Fluss und Meer. Es wird... Ich weiß es nicht, aber ich glaube, es wird keine Karte geben, wo die halbe Karte aus Wasser ist. Ich glaube, das ist wirklich das Maximale, was wir an Wasser bekommen. Und dann könnten wir, wenn wir maximal Berg wäre, wahrscheinlich halbe Karte. Beziehungsweise wäre das ja dann, ich baue ja dann nur einen Berg rein, ne? Können das natürlich so machen, dass dann auf deiner Kolonie, also auf der Androiden-Kolonie, also auch wenn du auf der Menschenkolonie dann auch vertreten bist, eine werde ich steuern und eine kannst du dann aussuchen. Machen wir das so. Also natürlich, jetzt kommt Sandman Never Sleep oder sonst wer und will die andere auch irgendwie steuern. Das können wir natürlich auch machen. Aber im Moment ist er wieder ruhig, ne? Jetzt muss er sich erstmal hier erholen, können wir mal einen Speedy machen. Ja, das mit dem Ohr ist halt schon nervig, ne? Könnten wir vielleicht... Das Problem ist... Ich finde das schön, dass das jetzt mittlerweile aufgeteilt ist. Ja, die Implantate können wir nicht bauen. Die könnten wir aber bauen. Ich würde sagen, bauen wir auch hier rein. Guck mal, die Funkanlage sieht auch anders aus. Also wenn ich das richtig höre, höre ich die ganze Zeit irgendwie Tiere sterben. Problem ist, hier haben wir auch nicht so viel Platz für... um wirklich mit Stein zu arbeiten, ne? Es läuft wahrscheinlich... Haben wir denn irgendwo Platz, wo wir eine große... Oh ja, das würde gehen, tatsächlich. Wir könnten hier doch einen hinsetzen, wo wir dann Steine abbauen könnten. Beziehungsweise Ressourcen rausholen. Das ist schon mal nicht schlecht. Die Frage ist, womit fangen wir denn an? Weil, ganz ehrlich, ne, Androiden ist irgendwie so, ich weiß gar nicht, wo ich das bauen soll, so, weißt du? Wir brauchen keine Nahrung, wir brauchen im Prinzip nichts. Er fängt jetzt mit der Verteidigung an. Na gut, dann können wir uns ja anfangen, einfach mal... Wir haben jetzt hier ein schönes Hütchen, ne? Wir haben eine Toilette. Wie wär's, wenn wir dann mal ein bisschen auf Forschung gehen?
Ich weiß gar nicht, was sie diese Terminals brauchen. Ja, wir können ja erstmal auf Stromproduktion gehen. Um richtig Strom zu produzieren, brauchen wir natürlich Batterien. Für Batterien müssen wir forschen. Batterien. Da 400. Da brauchen wir natürlich erstmal einen Labortisch. So, wir haben hier einmal einen Hightech-Labortisch, der relativ klein ist, und einen einfachen. Ich würde sagen, wir klatschen erstmal hier einen einfachen rein. Der braucht Konstruktion 8. Ja, dann machen wir mal, bauen wir ein richtiges Labor. Wir haben jetzt mittlerweile nämlich, ich habe ja extra einen Mod dafür für mehr Labortische. So viele unterschiedliche Labortische, da können wir uns ein richtiges Labor bauen. So, jetzt bauen wir uns natürlich auch Stühle, ne, Konstruktion und so. Konstruktion ist alles. Gut, hier bauen wir auch einen Stuhl hin, ne, auch wenn der irgendwann woanders hinkommt. So, aber jetzt gucken wir erstmal, können wir irgendwie einen Hearing-Sensor, war es doch, ne? Hier. Hearing-Sensor. Braucht Handwerk 5. Gut, immer noch besser als gar nichts. So, dann müssen wir mal gucken, wie kriegen wir denn Handwerk hoch? Steinmetz, meine ich, bringt kein Handwerk hoch. Wir bauen trotzdem einen Steinmetztisch. Pflanzen den erstmal einfach hier so hin. Wir gucken mal, der braucht ja Entspannung theoretisch, ne? Dass wir auch ein bisschen Entspannung kriegen. Hierzu brauchen wir Stoff, ne? Was haben wir denn hier? Heilwurzeln. Wir haben noch gar keinen Stoff an. Doch, hier Baumwolle haben wir. Oh. Das ist natürlich bitter. Aber damit kommen wir noch klar. Na gut, das hier müssen wir... Was war das denn? Ach, da kommen da jetzt immer so Sounds? Das ist mir aber neu. Das ist ja krass. Ja, der Kühlschrank funktioniert auch. Aber er nimmt auch bevorzugt dann die Nahrung ein, oder? Ich würde das gerne so einstellen, dass er als immer zuerst Fernkampf und wenn er zu nah kommt, automatisch wechselt. Die haben das wahrscheinlich geregelt mit Pausieren, aber wir pausieren ja nicht. Also, theoretisch nicht. Wir haben auch eine Fishing-Zone, ne? Können wir doch einrichten, oder? Ja, das würde ich gern abreißen. Überhängendes Gebirge. Hier eine Fishing-Zone bringt natürlich aber nichts, wenn der dann den Fisch nicht isst. Räumen wir mal hier die Steine weg, die sind mir im Weg. Obwohl, im Prinzip lassen wir das. Weil wenn der jetzt ja die Steine verarbeitet... Oh, das ist aber böse. Wird auch nicht lange überleben. Aber dafür relativ in der Nähe. Ja, den können wir noch abreißen. Da wollte ich gar nicht gucken. Ja, er hat Forschen mit als letztes. Ja, hier liegt auf jeden Fall sehr viel Marmor rum. Ja, die Brocken sind auch mittlerweile im Moment unsere beste und einzige Quelle.
Sandstein haben wir noch. Würde ich natürlich schon lieber bauen als mit Holz. So, wir könnten aber theoretisch auch schon mal für die Batterien den Raum bauen. Aber ich würde es erst lieber die Batterien fertig machen. Ich wollte schon sagen, wieso tust du den da nicht drauf? Den kann er ja leider nicht installieren. Ja gut, hier passiert ja nichts aus der Forschung, dann mach ich mal den Speedy an. Forschung muss er natürlich auch erstmal lernen, ne? Da ist er halt ultra schlecht drin. Aber wir können natürlich auch Holz hacken in der Zeit. Ich meine, Bäume pflanzen müssen auch forschen, ne? Ja, Bäume pflanzen. 1000, mehr als Batterien. Also das ist ja schon... Hardened Slime Junk. Mal guck mal hier, was ist das denn? Wo kommen die denn her? Achso, das von den neuen Biomen wahrscheinlich. Also wir machen erstmal Granit. Marmor. Tun wir Schiefer höher. Schiefer finde ich cooler. Marmor, Kalk, Sandstein. Ja gut, die werden hier wahrscheinlich nicht kommen, aber wir tun sie trotzdem mal rein. Einfach nur, damit wir sie drin haben. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie hoch die sie stacken, ne? Menschenjagendes Rudel, was kommt denn? Oh, Killer, was ist das? Wüstenschildkröten? Ich glaube, wir können hier noch ein paar bauen, ne? Aber die können theoretisch auch hier rüber gehen. Okay, sie kommt. Während er nur drin chillt. Ich würde aber gerne mal gucken, wie hoch der stacken kann. Das müsste in den Mod-Einstellungen, glaube ich, sein. Hier. Tausend. Guck mal, der kann sogar Items stacken. Und Implantate und so. Das ist nicht schlecht. Das können wir alles so einstellen, wie wir wollen, ne? Aber wenn wir jetzt mit 1000... Ja, dann stellen wir erstmal alle auf 1000. Aber wenn ich das jetzt hier einstelle, dann geht der bestimmt nach draußen. Und ich weiß, wir haben im Moment alles zum besten Lager tragen. Wer spammt mich da denn jetzt voll? Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber mein Handy vibriert die ganze Zeit. So. Ja gut, ich mache mir jetzt keine Sorgen um die Killer-Turtle da.
Wo ist denn die Killer-Turtle hin? Da ist sie. Jetzt gibt's Beef. Wobei die Schildkröten waren gar nicht mal so hart, so schwach, ne? Ach, sieh mal an, guck mal, wir haben jetzt hier den Composite und den Plasteel Framework. Das hat beides funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Dass beides funktioniert. Oh, einen Moment. Naja. Ist doch was wichtiger. Und dann können wir mal gucken, wie hoch der stackt. Oh Mann, was ist denn da los? Ja, okay. So, jetzt... Es tut mir leid. Aber im Moment gucken wir eh nur zu, wie der Stein macht. Eigentlich sollte der forschen, aber ich will halt sehen, wie hoch der stackt. Er sollte jetzt eigentlich nur Marmor machen, ne? Dann könnten wir mit Marmor erstmal ein bisschen bauen. Solange wir ja Holz haben, brauchen wir auch keine Batterie, ne? Es reicht noch 2 Tage. Wir haben noch Holz. Und die Frage ist, kriegt der dadurch jetzt auch Handwerk? Das war eigentlich so die Idee. Aber ich meine, wir hätten mal getestet, dass Handwerk dadurch nicht getrainiert wird. Nein, Handwerk wird tatsächlich nicht trainiert. Okay, wir können Handwerk trainieren durch Klamotten. Durch Waffen. Gibt es eine mit... Wir haben kein KI-Chip, ne? Dafür wäre er sonst hier... Wo ist denn das Ding nochmal? Was ich jetzt bauen wollte, die Trainingsstation. Wo ist die Trainingsstation? Da. Aber die brauchen KI-Chip. Okay, was könnten wir denn grundsätzlich viel bauen, damit Handwerk trainiert wird? Das wäre für Kunst. Den Steinmetz haben wir. Was ist mit Waffen? Den müssen wir, glaube ich, forschen. Wir können noch schmelzen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Das ist Training für Medizin. Ne, ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als Klamotten herzustellen. Was trägst denn du für Klamotten? Schlecht, übel, übel. Okay. Dann stellen wir die einfach nochmal her. Bis der Kurzbogen herstellen kann.
Aber wir haben fast die 1000. Und dann können wir noch mal gucken, dass wir ein paar Ratten finden. Ich will keine Alpakas töten. Hier haben wir noch eine Ratte. Angriff. Der hat die direkt gekillt. Krass. Ah, scheiße, das geht ja gar nicht. Der tut die ja gar nicht. Der schlachtet ja gar nicht. Wo ist jetzt die Ratte hin? Ah, ist egal. Trägt er so irgendwann weg. Das heißt, wir müssen alles hier auf unsere Baumwolle setzen. Jetzt tu doch mal den Marmorblock da drauf. Hier zusammenlegen, das will ich sehen. 1005 ist er jetzt. Hm. Okay. Ich würde echt gern wissen, wie hoch der die stacken kann. Machen wir mal 7500. Vielleicht ist das ja nicht einfach mal 1000 genommen. Natürlich jetzt doof, dass sie das jetzt hier testen, anstatt irgendwie mal weiterzumachen, aber der soll ja forschen. Beziehungsweise haben wir hier einen Befehl für komplett pausieren? Was bringt das eigentlich? Ach so, das ist so wie der. Haben wir hier leider nicht, ne? Ach, jetzt haben wir auch nur den hier umgestellt. Den lassen wir auf 1000. Der hier war das. 7500. Wir schalten alle aus. Damit der jetzt erstmal was anderes macht. Hier ist noch die Schildkröte, die kann woanders hin. So ein bisschen Holz hacken. Ja, die brauchen halt ewig, ne? Aber du musst forschen, Junge. Ja, wenn man irgendwie nicht so diese Pflicht hat, ne, dann ist das irgendwie total harmlos hier, ne? Also dann weiß man gar nicht, was sollst du denn jetzt machen? Aber wir können ja schon mal unser Drogenimperium aufbauen. Ach, ich weiß nicht, ob er das macht, weil er kein Kochen hat, ne? Das ist natürlich. Das ist schon bitter, dass er nicht kocht. Ich weiß nicht, wie hoch der den stackt. Ich gehe auch mal auf 1000. Schon wieder ein Feind. Ein Alpaka wurde zahm. Gut, der Alpaka ist eigentlich nicht schlecht, ne? Dann kriegen wir direkt die Wolle daraus. Kann er sich auch um das Tier kümmern. Dann brauchen wir auch Nahrung tatsächlich. Ah, super, ey. Ach, da hatte ich gehofft, dass die Baumwolle endlich hier... Habe ich mich schon gefreut. Was haben wir hier? Heilwurzeln. Dann machen wir jetzt noch eine Zone für Heu. So, hier kommt
Heu. Guck mal, können wir in Höhlen anpflanzen. Nicht schlecht. Was ist das denn? Keine Ahnung, was der bringt. Wir müssen dann noch schnell brauen lernen. Dann können wir dir die Brauerei brauen. Ein Holzfäller mit einer Axt. Wenn der kommt, logge ich den in die Falle. Oh. Aha. Hallo. Oh, der ist schnell. Komm mit. Aber die Norm ist schneller. Mal gucken, ob der so dumm ist. Okay. Frage beantwortet. Und der Baum muss mal weg hier, also ist oder ja entfernt. Kollege, du sollst forschen, danke. Ich habe Angst, das Gebäude zu bauen, weil ich will halt, dass der wirklich forscht. Ne? Wenn ich das jetzt nicht mache, ne, dann... Die werden wir auch aus Marmor bauen. Wir könnten auch eigentlich schon das Gehege für Alpaka bauen. Wir haben ja jetzt Zäune. Aber erstmal muss ich gucken. Wir wollen natürlich auch hier ein Wasserkraftwerk bauen. Wir können natürlich mehrere Wasserkraftwerke hier bauen. Wo bauen wir dann am besten das Gebäude hin für die Batterien? Ja gut, das Feuer kann ich eigentlich wegmachen, ne? Ich meine, das ist eigentlich schön mit anzusehen. Ja, wir machen einfach die automatische Betankung aus. So, die Batterien sind fertig. Ich kann direkt auf die Drogenherstellung gehen. Geothermal direkt gehen, das wäre jetzt zu lame. Wir wollen aber irgendwie auf Alk gehen. Oder Waffen, damit wir erstmal ein bisschen was haben. Na komm, wir gehen mal auf Braun. So, jetzt haben wir aber erstmal die Batterien, ne? Das heißt, jetzt bauen wir uns erstmal einen Marmorwall. Oder ich baue erstmal die Batterien. So, hier zwischen kommen wieder die Teile. Und wir bauen dann tatsächlich einen größer, damit man rumrum gehen kann. Die Tür baue ich tatsächlich auch aus Marmor und den Boden auch. Und der Boden wird aber dieser spezielle Marmorboden von oben. Der hier. Nicht in Kalk, in Marmor. Hier zwischen kommen dann später diese Teile. Und ich tue das aber so, dass die hier am Rand alle mit verbunden sind.
Jetzt müssen wir natürlich auch Wege bauen, ne? Können wir den versetzen? Nein, natürlich nicht. Unüberlegt gebaut. Okay, was wäre ein guter Boden für draußen? Ich baue nicht mit den Fliesen, die sind mir zu wertvoll. Bambus haben wir nicht. Was ist denn ein Strohboden? Der braucht Heu. Das ist natürlich eigentlich eine sehr coole Idee. Was ist denn mit Bambus? Haben wir dazu den Mod nicht? Kann das sein? Bambus. Vielleicht ist er in den Mods, die wir haben, nicht mit drin. Wir können aber jetzt Psychoid anpflanzen. Das ist auch nur provisorisch, das werden wir irgendwann besser machen. Das ist ja im Moment einfach nur so. Okay, er ist, um Energie aufzuladen, das freut mich. Na gut, da ich nicht weiß, sollen wir normalen Holzboden nehmen erstmal als Boden? Wir müssen jetzt hier nicht durchwaschen. Guck mal, können wir das Stromkabel da drunter verstecken? Kleiner Test. Leider nicht. Ja, der Mod zum Stromkabel wieder abreißen, den haben wir auch noch nicht. Ja, kann man das nicht da drunter irgendwie verstecken? Irgendwie, dass der Boden da drüber ist. Also ich meine, es gibt bei dem Mod, ne? Der ist ja da drunter, die Rohre. Das funktioniert einwandfrei. Ist ja auch so schön, wenn das andersrum wäre. Gut, da der nicht kacken geht, brauchen wir auch eigentlich keine Toilette. Ach, jetzt weiß ich, was ich hier noch zubauen wollte. Das habe ich jetzt natürlich nicht gemacht. Ich habe mir nämlich gedacht, für Notfälle können wir hier diese Human Power Dinger noch mit reinbauen. Ich reiß hier mal die Wand wieder weg. Jetzt muss ich mal gucken, wie viel Platz die einnehmen. Genau, da wollte ich sie hinsetzen. So, und den Boden noch. Hey, müssen wir natürlich auch Licht reinmachen, ne? Ich darf natürlich nicht zu viel Licht reinsetzen. Weil wir nicht so viel Strom haben. Jetzt geht mir tatsächlich aber auch der Stahl aus, obwohl wir so viel hatten. Siehst du mal, was passiert, wenn man so viel Stahl verschwendet?
Und zack haben wir auch 400 Marmor weg. Oh, guck mal, sogar die Nahrung geht uns aus, ne? Langsam. Problem ist natürlich, da er nicht kocht, kriegen wir nachher nur Strom, indem wir irgendwie Gras essen. Das sieht schon ganz cool aus eigentlich, ne? Aber gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wir können es leider nicht drehen. Also bis dann. Ach warte, Doppelfolge, ne? Oh, wie machen wir das? Ich muss nämlich eigentlich noch was anderes machen. Na komm. Machen wir noch ein bisschen. Mal gucken, jetzt vergammeln die hier alle rum. Ich sehe es schon in den Kommentaren, Gräber. Aber wir sind auch böse. Eigentlich müssten wir die schlachten und wiederverwerten. Das Problem ist, die Norm kocht nicht. Und dass die Norm nicht kocht, das ist eigentlich das eins mit der schlimmsten Dinge, die wir hätten bekommen können. Also ich hätte ja alles gehofft, dass es kommt, ne? Also kein Bergbau, okay. Wäre schwierig gewesen, um Stahl zu kommen, ja. Keine Konstruktion, das wäre ein No-Go gewesen. Also dann wären wir für den Arsch. Kein Pflanzen. Wäre wahrscheinlich schade, aber... Also kein Pflanzen wäre genauso schlimm wie kein Kochen. Keine Tiere. Wäre mir jetzt im Endeffekt egal gewesen. Keine Kunst wäre lustig. Ne, angehender Künstler, dann kriegt er irgendwas keine Kunst. Ne? Das wäre irgendwie, naja. Oh, er hat ein Upgrade gekriegt. Nicht schlecht. Ist echt auf jeden Fall wesentlich schneller geworden. Aber kein Kochen ist bitter. Na klar, er braucht es eigentlich nicht, ne? Schon richtig. Wieso, jetzt trägt er erst? Ich dachte, der baut. Ach, der ist schon fertig mit Bauen. Ja, das mit dem Boden sieht so kacke aus. Dann müssen wir mal gucken, dass wir es wieder anders machen. Genau, räum mal auf. Was ist eigentlich mit deiner Tierzucht? Kann er gar nicht, ne? Vielleicht muss erstmal hier die Wolle fertig werden. Wir haben hier noch Chinchilla-Fell. Gut, die Brauerei, die bauen wir aus Holz. Könnten natürlich auch schon anfangen, Lager zu bauen. Ich bevorzuge ja diese Teile immer noch als Lager. Die finde ich am geilsten und erinnern mich die ganze Zeit an Stronghold. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Norm lieber normale Lager hätte. Also wie bei seiner Kolonie. Können ja vielleicht ein Mittelding machen. Also beides. Aber dass das so lange dauert, das ist echt... Hier wächst ja eigentlich kaum was, ne? Wir könnten aber den Boden verbessern. Wo war das? Ne, aber wenn wir jetzt den hier bauen, dann bauen wir uns eine richtige Ackerfläche. Die kann auch ruhig ein bisschen weiter weg sein. Und wir bauen uns hier mal so eine Straße lang, ja?
Die Straße kann natürlich noch ausgedehnt werden, aber wir machen das erstmal hier so, weil hier ist so eine schöne große Fläche. Jetzt machen wir hier 10 mal 10 Felder. 1. 2. 3. 4. Drumherum erstmal nur mit Holz. Huch. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ne? Okay, ist richtig. Auf den Feldern kommt dann natürlich Fläche. Wie viel brauchen wir denn? Wir bauen einmal für Baumwolle, einmal für Teufelsgarn. Wir brauchen einmal Rauchblatt, Psychoide. Wir können natürlich auch Felder teilen, ne? Also Heilwurzeln werden wir, können wir natürlich auch switchen. Aber es ist ja praktisch, dass er die Bäume fällen muss, kriegt er direkt den Holznachschub, den er braucht, um dieses Teil zu bauen. Und wenn das natürlich alles erstmal fertig ist, werden wir erstmal komplett entgrasen, weil das Gras nervt mich hier drauf. Ja, wir wollen hier halt richtige Produktion drauf bauen. Eine Pflanzen werden muss schon groß sein. Denn wenn wir ja dann auf unsere Drogen gehen, ne, da brauchen wir auch riesen Drogenplantagen. Ne, das bauen wir hier. Übrigens können wir auch Menschen pflanzen. Also es gibt auch Human Plants. Den Mod habe ich drin. Ich weiß nur noch nicht, ob wir den forschen müssen oder ob wir den irgendwo versteckt haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir den irgendwo forschen müssen. Hier wäre natürlich so ein Heuboot richtig nice, ne? Jetzt müssen wir mal ein bisschen Heu irgendwie wirklich anpflanzen, dann tauschen wir den Boden irgendwann gegen Heu aus. Sieht auch so ein bisschen aus, ersetzt so ein bisschen den Bambus, ne? Keine Ahnung, wo der Bambus ist. Die ganzen anderen Böden, die probieren natürlich auch alle aus, aber die sind, glaube ich, alle mehr für drin. Aber wir probieren alle irgendwann mal, wenn wir genug Ressourcen haben, nebeneinander aus. Boah, die kosten... Na gut, wenn wir auch, wenn wir Jade haben. Also wenn, dann will ich alle bauen können. Ich meine, die hier könnten wir alle bauen. Oh, 20 manche. So, hier haben wir uns aber eine gute Stelle ausgebaut. Also hier können wir mindestens noch weitergehen. Wie gut wie das hier ist, ist natürlich eine andere Sache. Eine Sumpf. Können wir über Sumpf bauen? Ja, sehr gut. Ne, hier war klar. Oh, da gehen wir perfekt dran vorbei. Sehr nice. Also wir könnten theoretisch bis zum Ende der Karte unsere Nutzpflanzen bauen. Die müssen weg. Wie viel Platz habe ich eigentlich noch? Muss leider ein bisschen größer. Oh, er scheint fertig zu sein. Gut, dann werden wir mal alle Pflanzen entfernen. Die zwei Blöcke müssen noch weg.
Scheiße, die müssen alle weg. So, hier machen wir erstmal Baumwolle. Ja, weil hier ist ja eine offizielle Straße, ne? Deswegen, wir können noch nicht die legalen Sachen, tun wir jetzt nach vorne, dass wenn hier so unsere, wenn hier so Besuch kommt oder sowas, sehen die erstmal die legalen und dann so die illegalen, die ja hier aber eigentlich bei uns legal sind, aber muss ja trotzdem nicht jeder sehen, ne? Da werden so, kommen die Neider sonst, ne? Wer weiß. Wir können ja schon mal die anderen einrichten. Machen wir erstmal so. Ne, verbieten Ansatz. Hier würde ich gerne den Teufelsgarn machen. Ja, dass die nebeneinander sind. Ja, sonst machen wir hier den Teufelsgarn hin. Weil Teufelsgarn ist ja auch legal. Dann machen wir hier Rauchblatt. Hier Psychoid. Jetzt haben wir natürlich keinen Teufelsgarn, ne? Der braucht 800, sonst forschen wir als nächstes den Teufelsgarn. So, wenn wir hier Rauchblatt, Psychoid, dann brauchen wir noch einen für Hopfen. So, nochmal ein Zehner. Und noch ein Zehner. Okay, das mit dem Boden ist natürlich jetzt kacke, aber wir können Brücken bauen. Könnte man vielleicht sehen, das wäre dann nicht so cool. So, wir brauchen dann noch auf jeden Fall Hopfen. Also einer kriegt noch Hopfen. Heilwurzeln würde ich gern kein ganzes machen. Aber wir brauchen ja auch noch Heugras, ne? Den können wir aber erstmal auf Heugras setzen. Und hier machen wir natürlich auch erstmal Pflanzen entfernen. Die nerven. Kriegen wir direkt ein bisschen Holznachschub. Sehr schön. Achso, die Brücken, die brauchen natürlich was länger. Oh, Pflanzen hat er sogar schon 5. Das ist ja sehr schön. Aber die Brücken sehen natürlich extrem anders aus, ne? Die werden wir auf jeden Fall irgendwann wegreißen müssen. Wenn wir die Trockenpumpen endlich haben, dann werden erstmal die Brücken weggemacht. Das sieht ja ultra kacke aus mit den Brücken. Ne, ich glaube, die Brücken machen wir wieder weg. Das gefällt mir so gar nicht. Brücke entfernen. Lass nur den Boden lieber weg. Okay, die werde ich dafür entfernen.
Und ich werde auch die Pflanzen dafür entfernen. Na, wir lassen ihn ruhig erstmal alles mit machen. Na, hier die Zone muss ein bisschen erweitert werden, damit alle Steine da reinpassen. Wir brauchen natürlich auch noch eine Baumplantage, aber die können wir ja theoretisch hier auch machen, oder? Was haben wir denn eigentlich hier für Bäume? Palme und Teakbaum, wie immer eigentlich. Wasserfest, nicht schlecht. Was haben wir noch? Keine Bauteile. Ja, ich finde es aber krass, dass der noch so lange hier auffüllen kann. Wenn wir noch eine Nahrung danach, wird es Zeit, Gras zu essen. Wir haben ja keine andere Wahl, wir können ja nicht kochen. Ach, guck dir das mal an, ey, wie schnell der da jetzt durchflitzt. Okay, das bringt keine Punkte. Ich finde es halt schade, dass Steinekloppen kein Handwerk gibt, ne? Aber das wäre auch wahrscheinlich zu OP. Na, hier wächst irgendwann wieder Gras drüber. Ich will halt nur nicht, dass das hier wächst. Sieht zwar jetzt auch ein bisschen kacke aus, ne? Aber hier wird irgendwann Gras wieder drüber wachsen und andere Pflanzen. So. Die Frage ist, ab wann kann der denn wieder Punkte sammeln? Gut, wir werden jetzt natürlich jetzt nicht die ganze Zeit hier das ganze Unkraut entfernen. Einmal grob, weil der macht das dann ja später selbst. Jetzt muss er erstmal die ganzen Blöcke tragen. So, Anbau, Anbau, verbieten, verbieten. Haben wir sonst noch was Legales, theoretisch? Jetzt machen wir nämlich hier noch... Warte, hier machen wir Psychoid hin. Machen wir hier Heu hin. Sobald wir Teufelsgarn haben, machen wir hier Teufelsgarn hin. Haben wir Baumwolle, Teufelsgarn, Heu. Dann machen wir hier doch tatsächlich die Heilwurzeln hin. Machen wir doch ein großes Feld Heilwurzeln, ist ja egal. Können wir auch verkaufen. Ist ja auch irgendwie eine Art Droge. Dann machen wir hier Rauchblatt hin. Und hier Psychoid. Es wird bestimmt noch mehr geben, was wir anpflanzen wollen. Im Moment pflanzen wir noch nichts mit Essen. Oh, das sind zwei. Greifen die direkt an? Nee. Wie viel Stahl haben wir noch? Wir haben nicht so viel Stahl. Ich weiß nicht, wie viel die jetzt kosten. Die könnten theoretisch auch hier rüber gehen, ne? Oh. Die gehen aber zum Glück über die Brücke.
Sehr schön. Nee, so wollen wir das nicht. Lieber so als Geschütztürme. Keine Ahnung, wie teuer waren die jetzt? 15, okay. Ich glaube, die kosten eigentlich das Doppelte. Durch den Mod wurden die, glaube ich, billiger und effizienter. Problem ist aber auch, die lösen, auch unsere Leute können die auslösen, ne? Aber ich meine, wenn du in so eine Falle läufst, ne, dann bist du unfähig, ne? Verlierst du halt einen Körperteil. Finde ich schon sinnvoll, dass die halt stärker werden. Gut, dass die billiger werden. War jetzt nicht unbedingt geplant. Oh. Ein Quest. Oh, tatsächlich auf einer anderen Karte. Das heißt, ich muss den da retten, oder was? Da muss ich hin. Ohne Ressourcen. Ich meine, er kann Gras essen, ne? Das ist jetzt kein Quest, den wir jetzt erstmal machen. Wir müssen ja erstmal unser Imperium aufbauen. Beziehungsweise sollst du forschen, Kollege. Ja gut, erstmal trägt er, ne? Können wir den Speedy anmachen. Bist du schon fertig mit bauen? Tatsächlich. Siehe Quest. Oh. Den können wir auf jeden Fall nicht annehmen. Also löse ich den auch gar nicht. Ja, der Androiden-Mod muss natürlich auch noch so angepasst werden, dass irgendwie diese Teile hier funktionieren. Ansonsten brauche ich halt einen Mensch dazu. Genau, muss... Mach erstmal sauber. Und pflanze alles richtig an. Hallo? Ach, guck mal, er kann sogar Psychoid schon anpflanzen. Mal gespannt, was er gleich isst. Hier, warte, der kann doch auch Batterien benutzen, ne? Oh, was ist das? Ah, guck mal, jetzt lädt er sich auf. Auf Kosten von Batterie. So, wie können wir denn jetzt... Ja, Psychoid ist... Müssen wir noch forschen. Das ist forschen, ne? Psychoid. Braun, genau. Eine Harfe. Wir müssen auch unbedingt mal was mit Kakao machen, ne? Kakao ist auch eine Droge ab jetzt, ne? Deswegen müssen wir auch Kakao forschen, früher oder später. Also es wird Zeit, dass du forschst. Mal gucken, erstmal deine... Ja. Es geht schon hoch. Haben wir eine Forschung, die irgendwie schneller geht? Die hier, Konstruktion 6. Also die ist wahrscheinlich schneller. Sollen wir uns ein Forschungslabor schnell bauen?
Ach, ich würde schon gerne ein bisschen abseits bauen, aber es muss irgendwie... Ja, hier ist doof, ne? Wegen... Sollen wir es hier dran klatschen? Komm, wir lassen aber den Weg dazwischen. Ach, scheiße, hier kann ich schon nicht weiterbauen. Auch mit einer dicken Tür. So, jetzt machen wir hier einen Hightech-Labortisch hin. Eine Laborstation. Was ist das denn hier? Ach so, das kommt an die Wand oder was? So, die verbieten wir aber erstmal. Wir müssen ja auch noch den Boden machen. Ich hätte schon gern sterile Fliesen hier drin, ne? Aber... Erstens müssen wir die forschen. Können wir aber mal einen anderen Boden ausprobieren. Was könnte denn ein guter Boden sein? Wir probieren den hier mal aus. Wir werden auch Strom anders legen. Was ist das denn? Zu den Sternen. Nein, danke. Der Boden sieht auch nicht schlecht aus. So, wir brauchen noch Lampen. Okay, jetzt haben wir keinen Stahl mehr. So, was haben wir denn hier noch zur Forschung? So einen einfachen, können wir den versetzen? Ja. Aber den werden wir wahrscheinlich abreißen. Sowas könnten wir natürlich... Oh, warte, das ist ein Operationstisch, ne? Haben wir denn schon Drogenproduktion? Nein. Die können wir natürlich hier auch super reinbauen. Sonst setzen wir den daneben, aber der würde Plastall brauchen. Aber wenn wir jetzt... Warte, wir brauchen erstmal die Stühle.
So, Stühle. Die bauen wir tatsächlich aus Stahl. Haben wir eine Kommode? Hier. Was ist das denn hier? Wir setzen einfach mal einen hier hin. Keine Ahnung, was das ist. Sehen wir dann. Steht halt irgendwas mit Laboratorium. Das ist wahrscheinlich so ein Laboratorium-Dingens. Beziehungsweise können wir die jetzt auch schon bauen. Ach, guck mal, die gehören zusammen. Sonst tun wir die erstmal weg. Und dann nehmen wir den hier und setzen den jetzt hier irgendwie hin. Weil irgendwie gehören die ja hier alle zusammen, ne? Guck mal, die haben hier noch den hier. Jetzt funktioniert tatsächlich mein Plan. Ich habe nämlich überlegt, hier so ein paar hinzustellen. So. Ich habe keine Ahnung, wofür das gut ist. So, es fehlt natürlich Stahl und Bauteile. So, jetzt aber zu dem Drogenteil. Das würde ich nämlich gerne auch schon mal hier reinsetzen, ne? Wenn ich hier... Guck mal, das ist für die Küche, ne? Ah, guck mal, den können wir natürlich auch. So, wenn wir hier oben... Hier kommt die Drogenküche hin. Dann könnten wir hier theoretisch auch die Funkanlage. Es passt irgendwie da rein, ne? Aber ich glaube, wir machen den Raum noch ein bisschen größer. Na, dass der hier irgendwie noch ein bisschen nach unten geht. Warum sehen die denn hier so anders aus? Ach so, wegen dem Dach. Ich verstehe. Ja, jetzt haben wir natürlich Strom. Jetzt können wir hier noch eine hinsetzen. Und wir brauchen wieder mehr Stahl. Okay, wir bauen mal diesen kompletten Klumpen hier raus. Oh. Ist auch ein Android. Kann sogar kochen.
So, was kann man hier machen? Kann man daran forschen? Es erhöht die Forschungsgeschwindigkeit. Ne, weil da war, stand ja hier, guck hier, ein Stuhl kann da dran, ne? Ich guck mal, kann der da dran gehen? Theoretisch ja. Okay, Chris kann wieder laufen. Er will nicht bleiben, er will gehen. Egal, wir haben ihm geholfen. Ich meine, wenn er nicht will, dann will er nicht. Wir zwingen ihn nicht. Na, guck mal, das ist aber fast fertig. Das freut mich. Der rennt immer hier außen rum, anstatt hier durch. Oh, wir kriegen hier immer so krasse Sachen, wo können wir noch nichts mit anfangen. Ist jetzt schon eindrucksvoll, das gefällt mir. Und die Batterien sind natürlich noch gar nicht verbunden. Ne? Es ist ja wieder... So, jetzt haben wir eine Funkstation, aber noch keinen orbitalen Landeplatz. Also orbitales Funkfeuer, müssen natürlich jetzt auch einen hinsetzen. Wo klatschen wir den denn hin? Rein provisorisch ist der ja erst, ne? Ach, sieh mal einer an. So, dann können wir ja auch Entspannung. Kampfkunst-Dummy. Und ein Schießdummy. Stellen wir jetzt mal da einfach dahin. So, der ist weg. Na gut, wenn der hier drüber geht, keine Chance. Kann auf jeden Fall wieder Kleidung bauen. Dann brauchen wir auch direkt ein Kleidungslager. Rauchblatt zählt ja zu Handwerken, ne? Eine Laspistole. Guck mal, die kannst du doch ausrüsten, ne? Als Hauptwaffe. Ich will halt, dass er auf Entfernung die Pistole nutzt und dann switcht, wenn der zu nahe kommt. Ich weiß nicht, ob der das macht. Aber es wäre schon geil. Hier fehlen klar noch Bauteile, hier auch. So, jetzt kann er ja Handwerk trainieren, indem der hier das macht, ne? Eigentlich will ich schon die Folge beenden. Was ist denn los hier? Okay, der kommt von unten, sollte kein Problem sein. Von oben. Von unten kam aber auch einer.
denn das? Er will, dass ich ein Monument baue. Kriegt dafür Stahl. Das lassen wir. Oh, da unten kommt er. Oh, okay. Das reicht. Nicht mit mir. Oh, shit. Das war mal eine fette Laserpistole, du. Gefällt mir. Vor allem, wie zielsicher der war jetzt. Oh, scheiße. Es breitet sich aus. Oh, nein. Scheiße, die Nummer allein kann da nichts machen. Nein, wo ist der Regen? Wo ist der rettende Regen? Wo ist der Regen? Oh, nein. Da ist der Regen. Ich glaube, der ist tot, oder? Ja. Ist der Boden kaputt? Ist die Frage, ne? Sieht nicht so aus, als wäre der kaputt. Was ist mit dem anderen passiert? Der dürfte hier nicht durchgekommen sein. Ist er auch nicht. Ich meine, ich würde ja Menschen schlachten. Warum haben wir denn bei Tierleich nicht alles? Ach so, wegen den Implantaten. Verstehe. Aber gut, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dann. Ciao!